In dieser Folge haben wir zwei Klaviere von W. Hoffmann, die auch zu der Familie von Bechstein gehören. Wie ganz offensichtlich Sie können sehen, die sind ganz unterschiedlich von Größe. Das hier ist 114 hoch und das hier ist 131 hoch, also 17 cm Unterschied. Genau, aber wir haben die beiden noch nicht probiert und wir haben uns entschieden, auch Klavier vierhändig zu spielen, also so, dass wir gleichzeitig das erste Gefühl bekommen. Deswegen wird es spannend. So ähnlich und so unterschiedlich gleichzeitig. Genau, das dachte ich auch. Es hat aber wirklich Spaß gemacht. Und von Dynamik finde ich, die beiden haben sehr gute Qualitäten. Vom Gefühl sind aber unterschiedlich. Was sagst du? Ja, ich hatte das Gefühl, dass als ob ein Klang von dem fliegt ein bisschen weiter. Ich kann es wahrscheinlich nicht sehr gut beschreiben, aber es hat auf jeden Fall viel mehr Spaß gehabt, auf diesem Instrument zu spielen. Ja, mir auch. Warum? Warum? Gute Frage. Der ist ein bisschen lauter, meiner Meinung nach, aber ich weiß es nicht. Wir fragen Herr Arndt. Es gibt noch etwas von Qualität, was im Klang gibt. Was bringt diesen Spaß? In Bulgarien, wir sagen, der hat mehr Fleisch drin. Okay. Ja, in Russland eigentlich auch. Ja? Ja. Okay. Fleischig. Warum hat er mehr Klang, also klingt lauter? Und ist das immer so, dass auch der Klang dann besser wird? Ja, das waren jetzt schon so ein paar Sachen auf einmal. Mehr Klang und lauter und besser. Ja. Ich sag mal so, wir haben zwei Klaviere aus der gleichen Baureihe. In dem Fall aus unserer Visionsbaureihe von der Hoffmann-Marke. Ja? Also die sind im Prinzip bis auf Unterschiede im Gehäuse genau gleich gemacht. Einmal ein 112er, einmal ein 131er. Der Unterschied kommt jetzt tatsächlich aus der Höhe. Insofern, wir haben viel längere Saitenlängen im großen Instrument und wir haben einen viel größeren Resonanzboden. Also die Resonanzbodenfläche ist viel größer. Wichtig ist zu wissen, dass wenn die Saiten länger werden, da gibt es ja so eine Formel für Frequenzen und so weiter, dass im Endeffekt am gleichen Ton die Saite im Durchmesser dünner ist. Grundsätzlich haben wir ja Basssaiten, Diskantsaiten, gehen bis oben hin, werden immer dünner, Stahlsaiten und ein Kupfer. Am gleichen Ton ist die Saite dünner. Eine dünnere Saite, auch nur minim, bedeutet, dass sie ganz andere Schwingungsfähigkeiten hat. Sie bildet also vielmehr ein Spektrum von Obertönen aus. Und Sie können sich vorstellen, dass die Saite auch viel feiner auf all ihre Anschlagsnuancen reagiert. Das heißt, wir haben im Effekt und im Ergebnis einen Klang, der sehr viel reicher ist. Sehr viel reicher und vor allen Dingen auch elastischer. Es ist neben dem Klangfarben und dem Dynamikspektrum so. Also Sie können das Große viel leichter leise spielen, weil der erste Eintritt vom Klang aufgrund der Steifheit beim Kleinen ist viel höher. Beim Kleinen sind Sie schnell im Fortissimo und fertig und können keine Stufen so zahlreich dazwischen setzen wie beim großen Instrument. Das Ende von der
Lautstärke, also der Dynamikbogen bis FFF, Forte Fortissimo, ist beim großen Klavier natürlich aufgrund von dem, dass da, sage ich mal, mehr im Orchester sitzen, vergleichbar, bessere und mehr Musiker als beim kleinen Instrument, ist auch das in der Endlautstärke größer. Ein schönes, mystisches, tragendes Pianissimo, das bekommen Sie aus dem kleinen Instrument nicht raus, das bekommen Sie aus dem großen. Und wie weit Sie das führen, jetzt kommen wir zur Kontrollierbarkeit. Die Mechanik ist im großen Modell mit anderen Hebellängen in der Mechanik als auch in der Klaviatur versehen, was Ihnen viel feinere Anschlagsnuancen ermöglicht. Das heißt, Sie haben nicht nur das größere Klangpotenzial, sondern auch das Instrument mit der besseren Spielart. Beides zusammen heißt, Sie können den Ton ja viel besser kontrollieren. Ob Sie es jetzt bis zum Forte Fortissimo führen oder wohin auch sonst, das ist Ihre Kontrolle. Aber es ist auch so, dass das Forte beim großen Instrument viel reicher, viel voller, auf eine Art weicher ist, aber ausreichend Dramaturgie durch seinen Ausdruck hat, dass Sie es vielleicht gar nicht so zum Schreien bringen möchten an der gleichen Passage wie das kleine Klavier. Da, wo der Ausdruck nicht da ist, möchten Sie mehr Forte, damit irgendwas noch wirkt, was mit Forte zu tun hat. Also der Unterschied ist, Sie können viel detaillierter, nuancenreicher mit einem sehr gut besetzten Orchester spielen, mit feinster Kontrolle und Nuancen in Klangfarbe und Dynamik auf dem Großen. Das Kleine ist eher flacher, ist direkter. Und Sie sehen auch, wenn man über Flügel spricht, Flügel überzeugen ja auch durch eine gewisse Kapazität der Klanganlage, lange Saiten, großer Resonanzboden, liegt man mit einem 131er Klavier viel näher. Das heißt, das sind schon so kleine Flügelcharakteristiken in einem solch großen Instrument, versteckt im Prinzip, und dadurch ist das ein musikalischer Partner, der viel mehr Plastizität, Körper bringt, Tragfähigkeit im Ton hat gegenüber dem eher flacheren und etwas direkt frechen Klang vom kleinen Instrument. Es gibt so Instrumente dazwischen mittlerer Bauhöhe. Es wäre vielleicht noch erwähnenswert, auffällig ist in der Erfahrung, dass Jazzer, die sehr stark den direkten Ton, den eher etwas perkussiven und rhythmischen Ton suchen, ein ganz hohes Instrument meistens etwas zu viel ist. Aber eine gewisse Direktheit ist etwas, was sehr stark der Jazzer affin ist und sagt, ich brauche die Zauberei auf dem Moment mit Impulsen, mit etwas härterer Artikulation. Die Töne sind nicht so lange am Singen. Also er ist dann eher auf einem mittleren. Aber für uns war der Rosse das bessere Partner, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat so viel Spaß gemacht, auf dem Großen zu spielen. Also musikalische Vorstellungen hineinzuspielen und Klangvariation, Antworten des Instrumentes, sei es auch für den Anfänger sehr, sehr wichtig, diesen Kreislauf aufzubauen, zu hören, ach, das kann so klingen, aufgrund der vielen Möglichkeiten, die Sie in Abstufungen als reich in diesem großen Instrument haben. Musikalisch gesehen ganz klar das schönere Instrument, als auch um Erlernen oder professionell, noch professioneller zu werden an einem Klavier, mit der besseren Spielart, sich die Fingerfertigkeit einfach zu optimieren.